Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder was von Tinti für euch und zwar den Vorteilspack. Das ist ein richtiges Badespaßset mit drei verschiedenen Badewasserfarben, dreimal Knisterbad, einmal Malseife und einmal ein Zauberbadeball. Von Tinti hatten wir euch schon ganz, ganz viel vorgestellt. Da gibt es unterschiedlichste Sachen. Die ganzen Badezusätze färben weder Haut noch Haare. Und das Ganze ist mit Naturfarben eingefärbt worden. Wir hatten schon ganz, ganz oft verschiedene Puppen da drin gebadet. Und auch den Krümelmonster oder das Krümelmonster vielmehr. Ich würde sagen, wir packen dieses Tinti-Vorteilspaket einfach mal aus und schauen uns die einzelnen Sachen nochmal genauer an. So, hier haben wir die Tinti Malseife. Da kann man dann wirklich auch in der Badewanne mit malen und zeichnen. In der Farbe Blau. Hier steht auch noch drauf, mal dich sauber. Dann gucken wir mal weiter. Wir hatten euch übrigens auch schon ganz viele Tinti Schatztruhen vorgestellt. Das ist auch immer so ein bisschen eine kleine Überraschung, wobei hier steht natürlich schon drauf, was alles drin ist. Dann haben wir hier das Tinti Knisterbad in der Farbe. Ich hätte jetzt mal vielleicht gelb gesagt. Steht hier aber gar nicht genau drauf. Jedenfalls knistert das ganz toll. So ähnlich wie dieser Knisterjoghurt oder diese Knisterschokolade, nur eben zum Baden. Dann haben wir hier die Badewasserfarbe. Das färbt dann einfach nur das Badewasser. Das ist aber jetzt gelb. Dann haben wir noch ein weiteres Tinti-Knisterbad, das sieht eigentlich identisch aus. Vielleicht gibt es auch nur in einer Farbe oder es sind ganz viele bunte Farben drin. Dann haben wir dieselbe Badewasserfarbe nochmal in Rot. Und auch nochmal in Blau. Oh, was ist das hier? Ein Tinti-Comic. Nochmal ein Knisterbad. Die sehen wirklich alle drei haargenau gleich aus. Wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich nicht unterschiedliche Farben. Und dann haben wir hier einen Zauberbadeball und der sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Stein. So gelb-weiß-rot gesprenkelt. Ist auf jeden Fall auch hart. Sehr interessant. Ich glaube, da kommen riesige Blubberblasen raus, wenn man diesen Ball einfach in die Badewanne hineinwirft. Ich finde auf jeden Fall unser Tinti-Vorteilspaket richtig cool. Also dreimal die Badewasserfarbe in Blau, Rot und Gelb. Dann haben wir dreimal Knisterbad, einmal die Malseife in Blau und diesen richtig coolen großen Zauberbadeball. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euer liebster Badezusatz ist. Ist es vielleicht was von Tinti? Wenn ja, was davon? Also einfach in die Kommentare damit. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir, wie gesagt, nette Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!